Hallo ihr Lieben, da das letzte Drogerie-Haul, beziehungsweise es waren ja zwei verschiedene, nur hießen die DM und Rossmann-Haul, ja ziemlich gut angekommen sind und mir gesagt wurde, ich sollte sowas bitte öfter machen, habe ich mir gedacht, ich mache dann jetzt mal meinen mittlerweile, ja gut, drittes. Nur werde ich das jetzt dann Drogerie-Haul nennen, weil mir das ein bisschen zu doof ist, DM und Rossmann immer so zu trennen. Deswegen, ja, schmeiße ich das jetzt einfach so alles zusammen, also Drogerie-Haul heißt es ab jetzt. Dann fange ich jetzt auch mal direkt an. Also das erste, was ich mir geholt hatte, ist dieser Rasierer hier. Und zwar habe ich mich ja in dem letzten DM-Haul, war das glaube ich, tierisch drüber aufgeregt, über diesen Balea-Rasierer. Der war ja sowas von ätzend. Und da haben mehrere von euch mir empfohlen, ups, jetzt habe ich aus Versehen dieses Ding hier abgemacht, mir diesen hier empfohlen. Und zwar ist das von Balea Man. Der heißt Revolution 5.1, glaube ich, irgendwie sowas. Und ja, dann habe ich mir diesen hier mal geholt. Ich habe die Klinge hier schon draufgesetzt, habe den schon ausgepackt, aber benutzt habe ich ihn noch nicht. War auch nur diese eine Klinge dabei. Gekostet hat er ca. 5 bis 6 Euro, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die Sachen sind jetzt teilweise schon ein bisschen älter. Ich habe jetzt wegen meiner OP nicht wirklich geschafft, Videos zu drehen. Deswegen stehen die Sachen hier schon ein bisschen länger rum. Ich hatte mir diese beiden Rasierschäume von Balea geholt. Das war bevor ich die Rasierseife von Sauberkunst hatte. Die habe ich euch in dem Review auch mal vorgestellt. Und zwar habe ich mir mal von Balea Rasiergel Caribbean Dreams mit Kokosduft geholt. Ich mag ja eigentlich diese Parfüm-Sachen nicht wirklich. Ich mag das nicht, wenn das so nach irgendwas riecht. Aber Kokos mag ich sehr gerne. Das kann ich noch verkraften. Und dann habe ich mir noch hier diesen Nature geholt. Der sah einfach sehr ökomäßig aus. Und steht auch drauf, ohne Silikon, ohne Mineralöle, ohne Farbstoffe und so. 95% natürlichen Ursprungs. Ja, klang jetzt erstmal nicht schlecht. Mit Bio-Arganöl. Da steht hier noch innovative Verpackung drauf. La, la, la. Also muss ich mal gucken, wie die so sind. Für den Nature habe ich 1,95 bezahlt und für den 1,35. Da gab es auch noch mehrere Gele bzw. Schäume. Das sind, ich glaube, alle davon sind so ziemlich vegan. Aber ja, ich habe ja jetzt meine Rasierseife von Sauberkunst und deswegen weiß ich nicht, ob ich mir die nochmal holen werde. Ich weiß ja noch nicht, wie die sind. Da muss ich mal gucken. Aber alleine schon wegen der Verpackung wäre die Seife ökologischer. Aber ja, muss ich jetzt mal gucken. Ich würde ja mal interessieren, wie andere vegane Mädels das machen, falls vegane Mädels unter euch sind, was ich denke ich mal denke. Wie macht ihr das denn mit der Rasur? Rasiert ihr euch überhaupt? Und wenn ja, benutzt ihr dann Rasierschaum oder was nehmt ihr dafür? Würde mich mal interessieren. Oder jetzt auch mal allgemein, ist ja egal, ob ihr vegan lebt oder nicht, was ihr da so bevorzugt. Und ja, dann natürlich für nach der Rasur habe ich mir dieses Aftershave Pflegegel geholt. Extra sensitiv, weil ich... Nach dem Rasieren ist es ja immer so eine Sache, ne? Da sollte man jetzt nicht mit so aggressivem Zeug rangehen. Das mildert halt rasurbedingte Hautrötungen. Gegen diese Pickel beruhigt die gereizte Haut und so, habe ich mir gedacht, ja gut, kann ja nicht schaden sowas mal. Weil ich mit diesem anderen Rasierer, den ich euch im letzten Haul gezeigt hatte, auch immer totale Hautreizungen hatte und so weiter. Und ich weiß nicht so genau, ob das normal ist. Wie gesagt, ich habe mich ja schon länger nicht mehr wirklich rasiert. Ich hatte andere Enthaarungsmethoden und wollte dann jetzt halt wieder umsteigen. Und deswegen war ich mir da jetzt nicht so sicher. Aber hat mir gedacht, gut, ich hole mir jetzt einfach mal so ein Aftershave-Zeug für alle Fälle. Muss dann halt mal gucken, ob das dann besser wird damit oder ob das vielleicht auch im Schaum liegt. Das weiß man ja nicht. Oder im Rasierer. Das kann ja eine Milliarde Gründe haben. Und dieses Balea Aftershave-Gel kostet ca. 3 Euro. Ich habe es auch nicht mehr so genau im Kopf. Dann habe ich mir noch was von Balea geholt. Und zwar wollte ich mal diese günstigeren Styling-Produkte ausprobieren, wie die so sind. Ich habe sowas schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Ich habe ja eigentlich, wenn ich überhaupt Styling-Produkte verwende, eigentlich immer die von Paul Mitchell verwendet. Die heißen beide Volume Effect, sehe ich gerade. Volume Effect, einmal das Forming Water und einmal die Föhnlotion. Hier steht halt drauf, bei der Föhnlotion perfekter Hitzeschutz, geschmeidig und Glanz, leichtes Frisieren ohne zu verkleben, soll aber gleichzeitig auch noch so ein bisschen wie so ein Festiger wirken. Muss ich mal gucken. Ob das verspricht, was es hält. Die Föhnlotion, die hat 1,45 gekostet, das Forming Water 1,25 und dieses Forming Water fixiert angeblich ohne zu beschweren, ohne zu verkleben, für mehr Fülle, für mehr Volumen. Habe ich mir gedacht, gut, ich probiere es mal aus. Ich meine, 1 Euro irgendwas, davon stirbt man ja jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Falls ihr die Produkte kennt, könnt ihr mir schon mal euer Feedback mitteilen, wenn ihr die kennt, wenn ihr sie benutzt oder... Wenn ihr sie blöd findet, lasst da einfach mal euer Feedback da. Dann, ganz, ganz wichtig, meine absoluten Lieblingshaargummis. So sehen die aus. Von Evelyn sind die.
Und zwar, warum ich die benutze, kann ich euch sagen. Erstens sind sie schön schwarz. Ich mag eher so natürlichere Farben bei Haargummis. Kann man halt zu allem tragen. Und ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Hier ist nirgendwo ein Metallteil. Das Gummi ist vollkommen geschlossen, was ziemlich wichtig ist. Weil diese Metallstücke, die manche Gummis haben, die Haare beschädigen und teilweise auch rausreißen, wenn man sich einen Zopf macht. Und es ist halt überhaupt nicht gut für die Haare. Deswegen, wenn ihr Haargummis kauft, achtet unbedingt darauf, dass da keine Metallstücke oder irgendwas sind, dass sie vollständig geschlossen sind. Und die sind mega elastisch und so weiter. Sind auch relativ günstig. Die haben 1,95 € gekostet, sind 12 Stück. Und die kaufe ich mir eigentlich ständig nach. Wobei, die halten auch lange. Irgendwann leiern sie natürlich mal aus, wie jede Haargummis. Dann habe ich mir mal von Essence Pure Skin den SOS Spot Killer geholt. Mit Essence bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig. Ich versuche nicht so viel von Essence zu kaufen. Weil die sich halt immer so anstellen mit diesen Auskünften zum Thema vegan und so weiter. Also die deklarieren ihre Produkte ja nie als vegan, weil sie halt, keine Ahnung, was sie für Probleme haben. Aber ich habe dieses Produkt bei DM gesehen und habe mir gedacht, ist halt ganz interessant, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber man weiß halt nicht, ob es vegan ist. Dann habe ich halt bei der Homepage nachgeguckt, welche Inhaltsstoffe drin sind. Habe halt genau geguckt, was drin ist. Und bei manchen Produkten, da stand jetzt zum Beispiel nur Parfüm teilweise auch bei, weiß man halt nie, ist es jetzt tierisch oder pflanzlich oder chemisch, das kann ja alles sein. So allgemein gehaltene Begriffe machen es da nicht gerade leicht. Deswegen habe ich dann mal bei Essence angefragt und habe gesagt, hier dieses Produkt, das finde ich interessant. Wie ist denn das? Ist das jetzt vegan oder wie sieht es aus? Da meinten sie halt, ja, das ist vegan, das kannst du ruhig benutzen. Und dann habe ich halt nochmal gefragt, warum die denn keine, haben die keine Veganliste, warum die keine rausgeben und so. Und dann meinten die halt, ja, das ist bei denen wohl irgendwie so, dass die alle paar Monate ihre Inhaltsstoffe komplett umändern. Und es kann dann sein, dass es dann schon ganz andere Inhaltsstoffe hat. Und keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn man sich für Produkte von Essence interessiert und möchte auf vegane Produkte achten, dann muss man wirklich jedes Mal, wenn man ein Produkt kaufen will, vorher anfragen beim Kundenservice, ob das vegan ist. Und dann kann man es kaufen. Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass das in einem halben Jahr schon wieder nicht vegan ist. Also ist halt ein bisschen scheiße, aber die antworten eigentlich auch ziemlich schnell. Kennt ihr diese Korrekturflüssigkeit, womit man dann, wenn man sich irgendwie verschrieben hat auf dem Papier, das kann man dann so drüber streichen, trocknen lassen, dann kann man wieder neu drüber schreiben. So sieht das aus. Von der Konsistenz ist das auch ein bisschen so, finde ich. Also ich habe das jetzt einmal ausprobiert. Das tupft man dann auf Pickel, lässt es dann über Nacht einwirken und dann soll der am nächsten Morgen, ich will jetzt nicht sagen verschwunden sein, aber deutlich weniger unschön aussehen. Der hat gekostet 2,45 €, finde ich in Ordnung. Dann habe ich mir mal wieder ein neues Kräuterbad von Balea gekauft. Ich finde die ja super toll von Balea. Ich habe ja schon das Lavendel, oder heißt es Lavendeltraum, ich bin mir nicht sicher. Da sind, ich glaube, auch alle von vegan. Als ich gesehen habe, jetzt Eukalyptus, muss ich das sofort haben, weil ich mag einfach solche Gerüche wie Pfefferminze, Eukalyptus. Es ist einfach toll, gerade wenn man erkältet ist, ist das schön. Oder wenn man halt im Winter, wenn man durchnässt, unterkühlt nach Hause kommt, schönes heißes Bad mit diesem Duft. Das zieht so richtig schön in die Lungen rein, finde ich. Und weiß nicht, ich fühle mich dann immer irgendwie so befreit. Kann ich nicht erklären. Es ist einfach unheimlich wohltuend. Die kosten nämlich nicht mal 1 €. Wo steht das denn? 95 Cent kosten die. Und ich finde die echt klasse. Die kann ich echt jedem weiterempfehlen. Dann habe ich mir mal was gegönnt. Wo ist es denn? Und zwar bin ich ja immer auf der Suche nach guten Gesichtscremes. Und ich habe euch ja in dem letzten Rossmann Haul diese Altera Creme gezeigt, mit der ich auch super zufrieden war. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte eigentlich gerne mal andere Naturkosmetikmarken ausprobieren, auch die etwas teurer sind, um zu gucken, spürt man da wirklich einen Unterschied oder ist es eventuell nur der Name, für den man wirklich mehr bezahlt? Das ist ja bei manchen Marken so. Und Weleda gibt es ja auch bei DM und die sind ja schon etwas teurer, die Produkte, muss man ja, also etwas ist untertrieben. Die Creme hat nämlich, ich glaube 22,95 € gekostet, ist schon echt krass für 30 ml, finde ich. Und zwar ist das Granatapfel straffendes Serum, mindert die Zeichen der Hautalterung, Konzentrat für die tägliche Pflege. Ja gut, ich fühle mich jetzt nicht wirklich alt, aber ich habe einfach mal gedacht, ich guck mal, welche Produkte von Weleda vegan sind und war dann auf deren Website. Und das Gute ist, die haben da so eine gute Hilfe, wenn man nicht weiß, welche Produkte für einen geeignet sind. Das heißt, ich habe halt eingeben können, welchen Hauttyp ich habe. Habe dann halt Mischhaut angegeben. Dann kannst du, ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich weiß gar nicht mehr, ob man dann das Alter angeben musste. Auf jeden Fall irgendwie. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man dann noch alles angeben konnte. Ihr müsst das selbst mal ausprobieren. Auf jeden Fall hat er mir dann diese Serie ausgespuckt, diese Granatapfelserie. Dummerweise ist nur dieses Serum vegan. Die Nachtcreme und die Tagescreme sind es nicht, sonst hätte ich mir die auch noch geholt.
Aber ja, dieses Serum ist halt extra für Mischhaut. Genau, ich habe angegeben, soll Feuchtigkeit spenden, ganz wichtig. Und das ist halt eine super Creme, weil die halt öl- und fettfrei ist, was halt schlecht ist für Leute, die fettige bzw. Mischhaut haben und zu Pickeln neigen, weil dadurch verstopfen die Poren und es kommt erst recht zu Pickeln. Und das ist halt eine Feuchtigkeit auf Wasserbasis und das ist halt super bei Mischhaut. Und ich merke das wirklich, wenn ich die benutze, wenn ich mir das Gesicht gewaschen habe, dann spannt es manchmal, weil ich einfach mein Gesicht sehr oft wasche. Ich habe ja irgendwie so einen Hygiene- und Waschzwang, ich habe es euch ja schon mal gesagt. Deswegen sind meine Hände und mein Gesicht ständig etwas trocken. Wenn ich die im Gesicht auftrage, merke ich wirklich, wie meine Haut die aufsaugt. Und zwar innerhalb von Sekunden ist die vollständig eingesogen. Also das ist echt ganz schön krass. Man hat keinerlei Fettfilm, gar keinen Film, überhaupt keinen Film. Es zieht sofort ein. Hier sind halt zusätzlich noch antioxidative Stoffe drin für die Zellerneuerung. Also ich bin ja jetzt auch schon Mitte 20, da sollte man eventuell mal über sowas nachdenken, ja, also, naja, straffendes Serum, pflegt intensiv kräftig die Hautstruktur, mindert Falten, ja gut, ich habe keine Falten, aber vielleicht hilft sie irgendwie vorbeugend. Ich persönlich finde, gerade was die Gesichtshaut anbelangt, sollte man nicht an Qualität sparen, weil früher oder später merkt man einfach, ich glaube, wenn man älter wird, merkt man einfach, hat man die Haut gut gepflegt oder nicht? Bekommt man schnell Falten, was natürlich auch Veranlagerung ist. Aber ich glaube, wenn man die Haut nicht oder schlecht pflegt, zahlt die Haut einem das irgendwann zurück. Und deswegen habe ich mir gedacht, was das Gesicht anbelangt, sollte ich jetzt vielleicht mal langsam anfangen, so etwas hochwertigere Produkte zu benutzen. Deswegen habe ich mal gedacht, okay, Weleda. An diesem Punkt übrigens, wenn ihr mal noch andere Naturkosmetikmarken, ganz wichtig, empfehlen könnt, die vegane Produkte haben für Mischhaut, feuchtigkeitsspendend, gegen Pickel auch gerne, gerne auch irgendwie sowas Antioxidatives, gegen erste Hautalterungszeichen oder was, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Beschreibung packen, wenn ihr mir sowas empfehlen könnt. Aber die kann ich euch echt empfehlen. Also das Serum ist echt richtig gut, ist halt nur ein bisschen teurer, ja. Dann habe ich mir mal wieder diese Pads hier geholt, da habe ich jetzt die Verpackung schon weggeschmissen. Das sind eigentlich mehr so kleine Schwämmchen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die gibt es bei Rossmann und bei DM. Und ich finde die einfach klasse, weil es sind erstens sind es Naturfasern, die sind besonders schonend für die Haut, für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche Hauttypen. Die kann man zum Beispiel nutzen, um Make-up zu entfernen oder um die Gesichtsreinigungscreme, Milch, Wasser, was auch immer in die Haut einzuarbeiten. Ich benutze es auch immer für Gesichtswasser, um das aufzutragen. Ich finde die einfach gut, weil ich mag ja diese einmal benutzen und Wegwerfprodukte nicht. Und das sind Wattepads ja eben leider schon. Und die kann man halt wiederverwenden, kann man dann halt einfach zum Beispiel mit kochendem Wasser überschütten, dann sind die Bakterien abgetötet und man kann es wiederverwenden, natürlich trocknen lassen. Und dann kann man die immer wiederverwenden, das ist halt einfach ein bisschen ökologischer. Gute ist halt, ich mache das halt immer so, dass ich das in kreisenden Bewegungen nochmal so ein bisschen in die Haut einarbeite. Also ich habe jetzt momentan die Seife von Sauberkunst und das regt die Durchblutung etwas an, entfernt abgestorbene Hautschüppchen sehr sanft. Es hat eben einen leichten Peeling-Effekt, aber halt nicht so stark. Es ist halt ganz weich und hier sind nur ganz, ganz kleine Löcher drin, sage ich jetzt mal. Und das ist halt besonders sanft. Ich habe das halt bei anderen Schwemmbürsten, so dass meine Haut danach total knallrot ist. Und das ist halt gerade bei empfindlichen Hauttypen nicht so sonderlich gut. So, das waren jetzt die Produkte, die ich mir jetzt vor kurzem gekauft hatte. Wenn ihr mehr Drogerie-Hauls sehen möchtet, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Wenn ihr schon Erfahrungen mit den Produkten vielleicht gemacht habt, was ihr davon haltet oder so, könnt ihr mir auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr mir andere Produkte empfehlen könnt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich natürlich immer riesig drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und euch meine letzten beiden Videos anzusehen. Das waren meine zwei Vlogs zum Thema Krankenhaus und Operation. Ich war ja vor kurzem im Krankenhaus, musste operiert werden. Und da haben sich ganz viele Leute Sorgen um mich gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich mache da mal Vlogs drüber, erkläre euch warum und weshalb, was da passiert ist und so weiter. Und ja, die könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr wollt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.